So, einen wunderschönen guten Morgen aus San Francisco noch. Wir haben unser Vorhaben wahrgemacht und sind früh unterwegs. Es ist gerade jetzt mal 7 Uhr. Du hast es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aber ich bin ja heute Morgen freundlicherweise gegen 5 Uhr mit lauter Musik von der Straße geweckt worden. Was war es denn für Musik? Es war Scheißmusik, in meinen Augen, so eine Rap-Kacke. Dann war's gut. Naja, wie auch immer. Was haben wir jetzt vor? Wir haben jetzt vor, tanken, frühstücken und dann wollen wir versuchen, uns die Redwoods anzugucken. Das ist hier in San Francisco in der Area nicht weit, laut Navi eine halbe Stunde. Gesehen zu haben. Also ich sehe da jetzt keinen Verlust, dass wir heute schon wieder wegfahren, weil ich kannte ja wie gesagt nur die Golden Gate Bridge und diese Wagen, das habe ich ja auch alles... Cable Car. Ja, Cable Cars, das habe ich ja auch alles erst hier so richtig kennengelernt, dass es das so hier gibt, wusste ich jetzt nicht. Aber ich bin sehr froh, dass ich dann doch noch mehr gesehen habe, als ich kannte und vieles dazu gelernt habe zu San Francisco. Ja, und jetzt fahren wir noch mal über die Golden Gate Bridge. Das ist ja echt eine Besonderheit. Wir haben es gestern im Nebel gesehen und es scheint wirklich so zu sein, dass es jeden Morgen hier so aussieht, denn die Brücke ist schon wieder im Nebel ganz versunken. Und sieht echt super aus. Ja, und sie ist schon wieder im Nebel verhangen, genau wie es gestern Morgen war, als wir ja gewesen sind. Ja, sieht genau so aus. Da ist noch mal Alcatraz. Stimmt, warte, kann man das sehen? Bisschen, was da hinter den Gittern so schimmert, ja. Das kann man in der Kamera nicht so gut sehen. Na, auf jeden Fall sieht das richtig toll aus, wie die Dinger da so in den Wolken verschwinden. Ja, auch für diesen, ja, das ist National Park oder State Park, ich hab's, oder Monument, keine Ahnung, was das genau ist. Ich glaube, da stand National Monument. Ja, brauchte man eine Reservierung. Zum Glück haben wir diese noch online bekommen und sind jetzt hier in den Redwoods drin. Hier gibt's so einen Wanderpfad, sehr schön gemacht. Ja, und ich wollte hier ja auch sehr gerne hin, weil in solchen Redwoods wurden auch Teile von Star Wars Endor gedreht. Ja, also. Und vielleicht können wir hier so eine ähnliche Gegend ja entdecken. Ja, da sind schon solche Bäume. Auf jeden Fall Wahnsinn. Wir sind hier, ja, das sind die ältesten Bäume der Welt. Ich weiß gar nicht, wie alt die sind. Ich glaube, die sind 2000 Jahre alt. Also hier sieht man mal so ein Teil. Hammer. Die sind also so alt wie unsere Zeitrechnung. Da muss man sich mal vorstellen. Ja, inzwischen hat man ein echtes Star Wars Feeling hier. Also es ist wirklich genau wie in Endor. Man denkt wirklich, ja, gleich müssten die Ewoks hier irgendwo rauskommen. Es ist wirklich so, dass man sich daran erinnert, fühlt ständig. Und man merkt ja auch, dass es hier manchmal bewusst ist, wie alt die Bäume sind, wie kurz so ein Menschenleben ist.
Ja. Wenn echt die Bäume 2000 Jahre alt sind. Ja. Wenn man drüber nachdenkt hier in der Ruhe, wir haben jetzt auch einen Weg gewählt, der nicht so... Ja, wohl nicht so viele sind, wir uns sind jetzt einmal zwei Leute entgegengekommen. Aber es ist ja ganz schön, sag mal einmal Morning und dann ist das... Ja, also hier unten ist ein Weg hier in dem Park, der ist so auf diesen Holzbohlen, wo man langläuft. Ja, und mit Zäunen. Hier, das ist... Warte, da. Das ist übelst offen und auch schon... So, wenn man da runterfällt, dann rutscht man erstmal. Ja, und hier ist halt so ein Bergweg, der ein bisschen aufwärts geht und da kann man dann auf die Redwoods, ja, nicht in einer Höhe sein, aber man kann schon so ein bisschen runtergucken auf jeden Fall. Also richtig lohnenswert hier ist das. Kommt man den Ewoks näher, weil die sind ja oben in den Bäumen mit ihren Sachen. Genau, mal sehen, wer den ersten entdeckt von uns beiden. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen hier in den Redwoods. Perfektes Wetter irgendwie. Zwar keine Sonne, aber so richtig schöne, feuchtere Waldluft haben wir hier. Ja. So, einziger Fehler ist mal wieder... Nichts gegessen. Ja, genau. Aber jetzt gerade merkst du gerade Hunger. Ja, ich habe auch Hunger. Wir haben auch gestern ja auch kein Abendessen gehabt. Heute Morgen gab es dann für jeden zwei Kekse. Solche Kekse. Wir müssen also jetzt, wenn wir im Auto sind, erstmal nach was zu essen Ausschau halten. Denn wir fahren gleich den Highway Number One, einer der schönsten Straßen der Welt entlang. Ja, mal sehen, ja, ob es für uns auch so schön wird. Die Chance, einen Ewok hier zu fangen und zu braten, haben wir leider verpasst. Was zu essen haben wir jetzt erstmal nötig. Ich hab, gestern haben wir auch was gegessen, da gab es ja den Double Quarter Pounder bei mir, oder wie der heißt. Der hatte Stefan mal. Und der schmeckt mir auch, habe ich gestern bemerkt, und deshalb gibt es den heute nochmal. Und ich mache nicht den Fehler wie gestern, wir hatten nämlich diesen Sweet Iced Tea, schmeckt überhaupt nicht. Bla. So, schon wieder McDonald's, wie gesagt. Es gab nichts anderes, aber immerhin ein Lichtblick. Ich habe mir wenigstens einen Orangensaft als Getränk bestellt. Johnny hat gerade hier seinen leeren Becher, kann er gleich füllen mit einem Getränk. Pommes gibt es für jeden und einen leckeren Quarter Pounder. Wir sind jetzt entlang des Highway Number Ones gefahren, den Pacific Coast Highway. Und wir haben hier gerade einen schönen Spot gefunden. Ja, hier ist richtig schöne Klippenstrand. Leider
bei nicht so optimalem Wetter. Es war so recht warm, aber eben leider kein blauer Himmel. Wäre schöner gewesen. Obwohl der blaue Himmel, oder? Ja. Ja, ein bisschen kommt da gerade raus. Der ist ganz da hinten. Kommt vielleicht noch. Auf jeden Fall ist es hier auch so wunderschön. Ja, allerdings. Sonst wären wir ja nicht angehalten. Inzwischen sind wir nicht mehr auf dem Highway Number One. Warum? Weil wir noch müssen wir uns keine Gedanken drüber machen, weil es noch 14 Uhr ist. Aber wir haben natürlich geguckt, was es für Unterkünfte in der Nähe gibt von dem, was wir heute noch erreichen können. Und das ist leider alles zu teuer, weil wir sind nicht bereit für eine Nacht bei einem 2- bis 3-Sterne-Motel. Nee, ich spreche hier zusammen. Hier da gleich. Auf jeden Fall sind wir dann nicht bereit für ein 2- bis 3-Sterne-Hotel für eine Nacht 200 bis 500 Dollar liegen zu lassen. Und ja, es ist wirklich, weil da so viele Touristen langfahren, wahrscheinlich so. Es sind halt Orte gewesen wie Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara, Big Sur. Ist klar, das ist natürlich alles teuer. Ja, und deshalb haben wir uns jetzt entschieden, weil wir ja eh nach L.A. müssen, um auch wieder zurückzufliegen und dort auch unseren Mietwagen wieder abzugeben. In einer Woche wohlgemerkt. Ja, aber damit, das ist so das Ziel, wo wir wieder hin müssen. Ja. Haben wir jetzt auch gerade im Navi eingegeben, werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr antreffen, weil es 4 Stunden sind. 4:43, also fast noch 5 Stunden. Aber wir haben das jetzt eingegeben, damit wir da auch wieder etwas in die Nähe kommen und dann auch mal wieder ein bisschen abgelegener vom Highway Number One sind und da wieder vernünftige Preise geboten bekommen. Und naja, mal gucken, was sich da jetzt so ergibt. Richtig groß Gedanken haben wir uns noch nicht gemacht. Der Highway Number One wäre natürlich sehr viel schöner gewesen als diese Strecke, die wir jetzt hier fahren. Aber es war auch da dermaßen verstopft. Wir haben eben schon so lange im Stau gestanden. Das war kein echtes Vergnügen. Ja, weiß ich auch nicht. Ist wahrscheinlich eine dumme Idee jetzt, dass wir jetzt Richtung L.A. fahren. Obwohl wir auch normalerweise auch Richtung L.A. gefahren wären auf dem Highway Number One. Aber ja gut. John möchte gerne nach Los Angeles da länger bleiben. Da fahren wir jetzt erstmal in die Richtung auf jeden Fall. Mehr kann man noch nicht sagen auf dieser spontanen Reise. Ja. So, wieder kurze Hose angezogen. Wir haben wieder die über 90 Grad Fahrenheit erreicht. Und wir sind hier an einem sehr schönen Platz, war eben zwischendurch angehalten, kurz vor der Interstate, die uns nach L.A. führt. St. Louis. Wie heißt das hier? Nee. Das heißt... St. Louis Reservation oder sowas. Oder? Ja, genau. So heißt der See. Ja. Ganz, ganz toller See. Ja, hier ist kurz Pinkelpause. Für Stefan. Beine vertreten für uns alle beide. Bei großer Hitze, muss ich mal sagen. Ja, was mir so eben gerade hier schmerzlich bewusst wird, ist die Tatsache, dass, wenn wir in L.A. angekommen sein sollten, es keine weitere Überlandfahrt mit diesem tollen Mietwagen mehr geben wird. Ich habe ja schon so ein paar USA-Reisen hinter mir, immer mit Mietwagen. Dieses ist mit Abstand der allerbeste Mietwagen, den ich jemals hatte.
Ein Dodge Charger heißt er. Ist geräumig, total bequem. Ja, und die Extras, die ich nicht gewohnt bin, weil wir zu Hause ja ein relativ altes Auto haben. Klimaanlage, okay. Die ist wirklich hier notwendig. Ohne Klimaanlage wären wir hier schon lange eingegangen. Aber da finde ich es ganz toll, dass man das Smartphone hier koppeln kann. Geht auch teilweise automatisch. Dann kann man hier über dieses Display hier die Klimaanlage regeln, das Telefon noch anschließen sogar. Ganz bequem für mich ist natürlich die Sache, dass wir hier ein Automatikauto haben. Das ist einfach eine Wohltat ohne Ende. Es, wenn stockender Verkehr ist oder Stau ist, ist es wirklich anstrengend, keine Kuppelei mehr. Einfach nur genial. Aber was auch noch ganz toll ist, auf längeren Fahrten, der Tempomat. Da kann man also hier einstellen, wie schnell man fahren möchte und kann dann ganz bequem den Fuß vom Gaspedal nehmen. Und bis man bremst, bleibt die Geschwindigkeit immer gleich. Und wenn man mal ein bisschen schneller fährt, dann gleicht sie sich danach automatisch wieder an. Das ist sowas von erholsam, sag ich mal. Ja, das wollte ich mal gesagt haben. Also echt ein toller Mietwagen. War ja auch teuer genug, das ganze Ding. Jetzt geht's weiter durch die kalifornische Hitze. So, wir sind jetzt an Taco Bell und es gibt lecker Tacos, wie man schon hört. So, servierten. Das ist für Stefan. Da hat er sich irgendwie so ein richtig fettes Teil geholt. Also, wie ist das? Vito war das nicht, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ist. Scheiße, Mann. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was für wen ist. Ah, das ist dann für Stefan. Der hat ja schon das fette Teil. Und ich habe hier drei gut eingepackte Cheese. Oh ne, ich glaube sogar, das ist für Stefan. Ja. Ja, krümelt immer schön rum. Und wir haben, habe ich schon ganz vergessen, das war eigentlich der Sinn der Ansage. Ich habe vorhin ein Hotelzimmer gebucht und das über Booking.com. Ich glaube, das kennen die meisten, weil die Werbung davon geht da jetzt sehr oft rum. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß, auf jeden Fall. Wieder was Mutiges, nur $84 für uns beide, aber dabei soll ein Pool sein, ein Fitnessstudio, eine Bar mit Billardtisch und 4 Sterne. Also, wenn es nicht gut ist, wir sind ja nur eine Nacht da. Ja, und der Ort, der heißt Bakersfield, wo das Hotel ist, oder das Motel, das ist ein Hotel, John? Hotel oder Motel? Auf jeden Fall sind es aber noch bis dahin 2 Stunden Autofahrt. So, laut dem Navi sind wir gleich da. Ich bin hier noch. Ja, wir sind da. So, ich sehe das Hotel auch schon. Ich habe ja schon ein paar Bilder gesehen. Und was ist dein Eindruck, Stefan? Dunia Hotel. Ja. Du hast den Parkplatz deines Ziels erreicht. Kennt man vom Namen nicht. Weiß wahrscheinlich auch. Zeig mal hin. Sieht aber ganz gut aus. Warte. Hier, fahr mal weiter, Stefan. Haben wir hier so einen kleinen Wasserfall. So einen Wasserbrunnen. Und da kein Parkplatz mehr frei hier. Was ist denn das für ein Saftladen, den du da ausgesucht hast? Ach nee, doch hier. Ziel erreicht. $80, ne? Kann sein, dass man entweder erstaunt ist oder enttäuscht. Oder erschrocken. Aber bisher sieht es gut aus. Naja, hoffentlich werden wir gleich nicht erschrocken sein bei der Roomtour. Naja, sieht gut aus. Sieht echt gut aus bisher. Bin ich schön mit den Palmen. Willkommen in Bakersfield. Wir haben es jetzt, wie spät? Wir haben es 18.47 Uhr und 57 Sekunden. So, kaum ist man aus dem Auto raus, merkt man schon wieder, was los ist, nämlich Hitze. Wir haben auch immer noch an die 100 Grad Fahrenheit. Wie gesagt, erstmal jetzt gleich Zimmer und dann Pool. Cool. Ja, genau. So, Auto ist zu, auf zur Lobby. Komm mir nicht so nah. So, wo ist Stefan? Da, in unserem weißen Auto. Ich gehe gerade vor die Zimmertür, wir haben nämlich gerade eingecheckt. Und ja, ich stelle mich dahin, damit Stefan weiß, wo der Parkplatz ist. Wir haben gerade übrigens herausgefunden, dass es kein Motel ist, sondern ein Hotel. Und ich glaube, hier stimmt etwas nicht, weil hier ist ein Zaun, obwohl uns gesagt wurde, dass wir da rum wissen.
Stefan wird gleich auch verwundert sein. Da ist wohl was schiefgelaufen. Was ist denn? Guck mal gerade nach vorne. Du hast gesagt, dass ich hier lang fahren soll. Weil das die Frau gesagt hat. Man darf eben auf Frauen nicht hören. Mal reden. Okay, welche Nummer haben wir? Welche Raumnummer? 285. Dann müssen wir in die Richtung wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir so herumfahren. Ich komm mal rein. So. Nix kriegt da alleine hin. Ich werd dir gleich zum Elch. Wie soll ich denn da rumfahren? Hier ist auch falsch. Exit only. Ja, nun? Welche Rumnummer? Da müssen wir auch andersrum fahren, mal gucken. Hier waren wir eben. Da. Da müssen wir jetzt so rum herumfahren. Wie es beim ersten Mal gemacht hatte. Ach, das Tor aufmachen, hat sie doch gesagt. Mit der Karte. Ah. Hier waren wir. Wir müssen so rum herumfahren. Also war schon ganz richtig, wo wir waren beim ersten Mal. Aber das Tor, das hat sie auch gesagt, die Frau an der Rezeption, lässt sich mit unserer Zimmerkarte öffnen. Das ist das ganze Geheimnis. Und das machen wir jetzt. Und dann geht's endlich im Pool. Mal gucken. Leute. Muss ich hier der alte Mann krumm machen? Insert Card and Quick Remove. Nothing wirkt. Was ist denn für ein Mist? Jetzt. So einfach geht's. Oh. So, 258 hast du gesagt, oder 85 oder was war das? 285, ich suche es. Boah, man kennt ja nichts. Super. Egal, pack's hier, sind ja so große Packing-Lots. Jo, los geht's mit der Roomtour. Na gut, was ich sehe ist für, ja, mit Tax jetzt haben wir 100 Dollar genau bezahlt. Dafür ist das super. Okay, ich fange an. Wir sind es inzwischen gewohnt. Separates Zimmer hierfür und... Achso, ich dachte, hier wäre jetzt eine Dusche drin. Ja. Dann haben wir nochmal ein Spiegel mit Waschbecken. Okay. Eine Toilette und hier ist dann, wenn wir die Tür schließen, armer Stefan, haben wir hier eine Badewanne mit Dusche. So, weiter geht's. Dann haben wir einen weiteren Spiegel. Das erste Queen-Size-Bett. Oh, der Stefan ist fast über den Stuhl gestolpert. Dann haben wir hier einen Fernseher. Und hier ist das zweite Queen-Size-Bett. Dann haben wir eine Sitzfläche und eine Arbeitsfläche und... Naja, ganz in Ordnung die Aussicht. Aber jetzt sind wir erstmal kaputt. So, da sind wir auch schon im kühlen Nass gelandet. Das ist ein richtig schöner Pool, richtig schön groß und rundherum ist blauer Himmel und Palmen, wie man hier sieht.
aber die Palmen verdecken die Sonne. Ja, die Sonne ist schon ein bisschen am Untergehen. Aber egal, es ist nicht so warm. Ja, haben wir uns verdient, würde ich sagen. Wir haben zwar öfter schon gesagt, dass wir nicht mehr so viel Auto fahren wollen an einem Tag, aber wir machen ja nun mal einen Roadtrip. Ja, morgen sind es wieder 2 Stunden nachher, ey. Ja, das ist ja nicht viel gegenüber heute. Heute haben wir ja, ich weiß nicht, 4 Stunden, 5 Stunden. Ich glaube noch länger. Von San Francisco mal eben bis nach Bakersfield. Dann noch einen ziemlich langen Teil über den Highway Number 1, wo auch viel Stau war und sowas. Egal. Wussten wir vorher. Und ja, jetzt genießen wir erstmal die Zeit und die Ruhe. Und gut, dass wir schon bei Taco Bell unser Abendessen hatten. Da müssen wir uns hier nämlich um nichts mehr kümmern. Wir können ja richtig relaxen. Ja, dann fangen wir mal an. Ein neuer Tag. Es ist gerade um 8.32 Uhr und ja, wir sitzen wieder im Auto und es geht wie geplant Richtung LA. Und es geht in einen Freizeitpark. Der erste Freizeitpark, den wir hier in Amerika besuchen, wo wir uns auch drauf sehr freuen. Es ist Six Flags. Magic Mountain. Genau, das wir hatten mal einen gesehen nähe San Francisco gestern. Und ja, was war da eigentlich? Der hatte noch nicht auf. Hatte noch nicht offen und wir wollten nicht so lange warten. Stimmt. Und ja. Der hieß Six Flags Discovery Island. Ja, kann gut sein. War das gestern? Das war gestern. Kommt mir schon so lange her vor. Kann ja, mal sehen, wie hier die. Wir waren noch gestern Redwood. Ja. Und auf dem Weg dahin haben wir es gesehen. Ob das so eine gute Idee ist, heute einen Freizeitpark zu besuchen? Wir haben bereits jetzt 84 Grad Fahrenheit. Wie gesagt, um 8:30 Uhr. Ist ja eher spät für uns, aber ich habe gestern noch ziemlich lange, bis nach 12 Uhr nachts, mit der Hotelbuchung verbracht. Naja, wir wohnen jetzt, wie gesagt, 6 Nächte in Los Angeles. Und bevor das Wochenende morgen startet, habe ich gedacht, machen wir lieber den Freizeitpark heute als am Wochenende. So, wir haben eine Stunde Fahrt ungefähr bis dahin und dann geht's los in den Achterbahn-Spaß-Park. So, wir sind angekommen. Es ist ungefähr 10 Uhr in Six Flags Magic Mountain. Ja, das Preferred Parking. Das ist das zweitbilligste, was wir haben wir gewählt, das ist, was es gibt, ist das zweite nochmal. So, wir sind angekommen. 10 Uhr im Six Flags Magic Mountain. Ja, das Parken schlägt mal eben mit $40 pro Auto zu Buche. Eine Eintrittskarte kostet, glaube ich, $85. 84, ja. Naja, so ist es eben. Und die Wege, die wir zurücklegen, das ist schon ein ganzes Stück. Wir müssen um den ganzen Park einmal drum herum. Und wir sind ja von den letzten Tagen schon abgehärtet. Thema Laufen. Ja, wir sind, genau. Also, es ist was anderes als ein deutscher Freizeitpark. So, wir sind angekommen im Six Flags Magic Mountain. Der Park öffnet um 10.30 Uhr. Es ist ungefähr jetzt 10 Uhr. Wir haben das Preferred Parking gewählt. Das ist das zweitbilligste. Kostet mal eben $40 pro Auto. Ja, muss man ein bisschen Stück, also ein kleines Stück laufen. Sind wir aber nicht die Einzigen, wenn man mal so guckt hier, was hier so los ist. So einiges. Und ja. Die Eintrittskarte kostet nochmal eben $85 pro Person. Genau, also teuer ja. Hier in Amerika. Ja, das ist teuer. Ja, aber. Und heiß. Wir stehen das, glaube ich, gut durch. Wir sind ja an die Hitze gewöhnt und an das weite Laufen auch schon. Ja, das sind wir. Aufs Warten, das sind wir nicht so gewohnt. Ja. Werden wir uns mal dran gewöhnen müssen. Thank you.
Autobahn haben wir gerade absolviert. War so eine etwas ältere Bahn, heißt The New Revolution. Ja. Ja, was, aber, war ein guter Einstieg auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, ältere Bahn ist der Old Revolution. Ja. Aber Spaß gemacht, oder? Ja, sehr. So, unsere zweite Fahrt ist mit einer der besten, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und ja, das sollte irgendwie so darstellen, den Flug eines Drachen. Deshalb auch die Farben so orange und grün. Und das war ganz cool, wenn man immer so, also erstmal wurde man so gekippt, dass man quasi liegt. Und man hat dann auf einmal auf dem Rücken gelegen nach einem Looping, weil dann ist man so auf dem Rücken weitergefahren. Und das war wirklich echt cool, hat mir sehr gut gefallen. Also gerne mal wieder, aber erstmal wollen wir hier die ganzen anderen Bahnen kennenlernen. Also so viel wie möglich. Alle schaffen wir sicher nicht. Aber ich denke mal, dass es richtig cool hier wird, weil ich liebe es, neue Bahnen kennenzulernen. Und ja. Zur Abkühlung mal eine kleine Wasserfahrt zwischendurch. Es ist richtig toll für uns, dass wir mal so einen Park besuchen, wo wir eigentlich gar nichts kennen. Ich war schon mal hier in diesem Park vor 20 Jahren oder noch länger ist das her. Ich erkenne gar nichts wieder. Und jetzt haben wir erstmal, wir gehen einfach durch den Park hier so durch und fahren das, was uns über den Weg läuft, sag ich mal. Und Johnny, was sagst du dazu? Hä? Was du dazu sagst? Ja, ich bin auch froh, neue Bahnen kennenzulernen. Hast du Angst vor der Fahrt? So, Stefan hat gesagt, die heftigen Bahnen fahre ich nicht. Die kannst du ruhig alleine fahren. Also, Angst hat er. Außer, außer dass meine Füße nass sind, ist hier nichts Schlimmes zu erwarten. Es gibt hier wirklich Bahnen im Park, die ich nicht fahren werde. Weiß ich jetzt schon. Aber bisher alles im grünen Bereich. Ja, sag ich dir, zieh dir lieber Sandalen an. Dieser wirklich wunderschönen alten Wasserride, die echt Spaß gemacht hat, kam was ganz Neues für John. Ja, wir haben nämlich eine Halle gesehen und dachten, ja, da ist es wahrscheinlich schön klimatisiert, denn die Abkühlung, da reicht nicht einfach nur Wasser, es wird ja wieder warm. Und dann haben wir gesehen, es ist die Hall of Justice und ich bin ja ein großer DC-Fan. Und ich kenne gerade mal, wie heißen sie, Batman und Superman. Diesen Typen kenne ich ja gar nicht, wer ist das? Cyborg. Ja, die eigentliche Ride ist was ganz Besonderes. Es ist sehr angenehm, denn die Wagen, in denen man hier sitzt und auf die Personen schießen muss, die bewegen sich genau zu dem, was auf der Leinwand passiert. Und dann haben wir noch eine 3D-Brille aufgehabt, wo man noch in der Handlung mehr einbezogen ist.
Ja, das war auch sehr cool. Also ich hatte ein echt cooles Gefühl dabei, wenn man hier in die Story einbezogen wurde. Zum Beispiel da war einfach der Joker und man hat ja quasi mit der Justice League interagiert und die haben ja auch mit einem gesprochen. Also man hat sich gefühlt wie im Film, fand ich super. Es ging darum, dass der Joker und Lex Luthor versuchen, Metropolis zu zerstören und man muss quasi der Justice League dabei helfen, die aufzuhalten. Ja, und dabei ist immer wieder die Sache, dass sich dieser Wagen so sanft und leicht bewegt, dass man wirklich im Geschehen mit einbezogen worden ist. Und durch diese 3D-Brille, ich kann es nochmal wiederholen, ist man wirklich mitten im Film mit drin. Und selbst für mich, für jemanden, der von diesem ganzen DC-Kram nicht so viel wissen möchte, war es ein wirkliches super Ride-Erlebnis. Sommerhitze, Mittagshitze, eine Dose, $5. Ja, und eine Flasche dazu auch $5. Wir haben schon echt viel geschafft. Was war bisher am besten, Johnny? Battle of Metropolis. Das war richtig cool. Das war wie bei Ghostbusters in Heidepark. Man musste rumschießen und fährt mit dem Wagen durchs Geschehen. In dem Fall musste man Superman, also der ganzen Injustice League, muss... Was für Injustice? Warte mal kurz. Der ganzen Justice League musste man helfen, da Metropolis zu verteidigen, weil Joker, Lex Luthor und Harley Quinn und so alle da Metropolis angegriffen haben. Ja, richtig gut gemacht auch, weil es auch so riesen Leinwände sind, die abgespielt werden. Man ist also echt im Geschehen mit eingebunden. Die Wagen bewegen sich so ganz sanft und passend zur Handlung. Waren aber nicht nur Leinwände, da waren ja auch so Roboter. Echte Puppen da. Animatronics sind nur Tiere. Auf jeden Fall solche Maschinen. War schon was anderes als in Deutschland. Also es fahren zwei Bahnen auf parallelen Seiten und ja, man fährt aneinander so lang und ja, mehr habe ich noch nicht gesehen, weil wir hier gerade auf eine Reparatur der Störung warten. Nur den Wartebereich haben wir gesehen. Ganz schön lang. Wie lange haben wir jetzt gebraucht für diese Fahrt, die ja nicht schlecht war? Eine Stunde. Also, war okay dafür, aber ich muss nur sagen, wenn man sich hinten angestellt hätte. Wir waren sehr, sehr früh dran, sehr weit vorne und mussten quasi wie jemand warten, der ganz hinten steht. Also. Ja, aber die jetzt hinten stehen, müssen auch noch länger warten. Es war eine ganz witzige Fahrt. Zwei Rennwagen, die gegeneinander antreten. Ja, das war man hat sozusagen zwei Fahrten. Man fährt beide Strecken einmal. Es gab so einen Stopp, dann sind die auf dem anderen Wagen eingestiegen, also war es wie so ein Loop. So, genau, weiter geht's. Thank you.
Abwechslung haben wir heute also echt schon relativ viel geschafft. Auch schon einige Bahnen doppelt gefahren. Was war am besten bisher? Also von den Bahnen würde ich sagen, das, was ich gerade eben gemacht habe, dieses Mal kurz mit irgendwas mit Kolossos auf jeden Fall. Ja. Also das ist auch eine neue Sache war gewesen, nur so mit richtig. Aber am besten hat mir bis jetzt Battle of the Show. Ah, also ich fand auch diese Holzachterbahn am besten, eine zweispurige Holzachterbahn. Man befährt auch dort beide Spuren. Wie das geht, weiß ich jetzt gar nicht genau. Also einmal überfahren die sich und dann, also bei diesem Hubraum wechselt es auf der anderen Seite. Ah, okay, habe ich gar nicht so gemerkt. Auf jeden Fall eine Wahnsinnsholzbahn mit. Na, Looping war es nicht, aber irgendwie so eine. Ja. Heißt irgendwie anders, keine Ahnung. Jetzt sind wir hier bei Wonder Woman. Muss auch eine neue Bahn sein, ist tierisch voll. Man sitzt hintereinander in einer Reihe. Ja, und ich bin mal sehr gespannt, was mich da erwartet. Das sieht ganz schön rasant aus, die Fahrt. Aber bis wir dran sind, dauert auf jeden Fall erstmal noch. Jetzt waren wir 7,5 Stunden im Park. Die Temperaturen sind so hoch, ich sag mal ungefähr 40 Grad. Man kann es kaum noch aushalten. Wir haben eigentlich hier nur uns von einem Getränkeshop zum nächsten gehangelt. Oder es gab ja auch diese Water Fontaines, wo man Wasser umsonst trinken kann. Und du hast dir immer was gekauft, Johnny. Ja, ein Superhelden-Cape von DC. In dem Fall jetzt Superman. Zeig mal. Aber ich habe ja noch was in der Hand, das ist ein Batman Cape. Das hab ich halt dazu bekommen, weil man bekommt eins gratis. Und ich mag Batman zwar mehr, aber ich habe Superman an, weil Superman ist typischer für Capes. Und warum ich das eine tragen muss, Stefan traut sich nicht, das anzuziehen. Was heißt, ich traue mir das nicht? Natürlich traue ich mir das, genau. Aber ich bin kein. Er traut sich nicht. Ich bin kein Fan von diesem Kram. Und gib her, ich zieh's an. Mach ran. Mein Gott. Was tut man nicht alles, um. Und warte, du versprichst ja gerade vor der Kamera, dass du es jetzt nach der Aufnahme auch machen lässt. Um seinen Sohn zufriedenzustellen. Versprich es. Ja, ja. Ja. Hier in Amerika kann man sich alles erlauben. Da wird man nicht ausgelacht. Im Gegenteil. So, jetzt geht's zum Auto zurück und dann geht's. Nach LA Downtown, wo unser Motel ist. Wir sind ein paar Minuten von unserem Motel entfernt und sind in einem Denny's. Das ist auch irgendeine Kette, die ich noch nicht kenne. Also wir haben die Schilder jetzt öfters mal gesehen und dachten uns, jetzt gehen wir dahin. Was ich gehört habe, es ist gutes typisches Frühstück, was man hier haben kann. Aber auch Burgers, wie wir gerade entdeckt haben, und Dinners. Und man kann sich aussuchen, was man hat. Auf jeden Fall was mit Bedienung wieder. Und ja, es gibt bei mir einen Double Cheeseburger und bei Stefan, wie ist der Burger? Ach, Leute, ich habe schon vergessen, Flaming Five Pepper Burger mit Onion Rings. Und wisst ihr, wie das ist, wenn man völlig ausgedurstet ist und dann serviert bekommt mit Eiswürfeln? Hier, ich muss noch mal, wie rum so da, ich muss es mal zeigen. Und dann trinkt man das. Und man merkt, wie der Körper wieder aufblüht endlich. Ich bin fix und alle gewesen von dem Freizeitpark. Es war so anstrengend und so heiß. Jetzt haben wir nur noch 77 Grad Fahrenheit eben gehabt, richtig angenehm. Das Gute ist, unser Motel ist gleich hier um die Ecke.
Und Johnny, wie geht's dir? Gut. Wir haben unser Essen bekommen und es gibt einen Double Cheeseburger bei mir mit leckerer Pommes. Ja, da kann man nur sagen, guten Appetit. Was willst du? Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass Stefan mich verarscht. Mal gucken, ob das wirklich läuft. Los geht's mit der Roomtour. Ja, mal den Koffer abstellen und die Tür schließen. So, fangen wir an. Hier haben wir eine Arbeitsfläche, hier einen Fernseher, den man von den Becken hier und dort schön gut betrachten kann. Weiter geht's. Wie immer, separater Raum für den Spiegel und Waschbecken. Ja, Dusche, Badewanne, Toilette. Das war's. Oh, diesmal darfst du eben machen. Das ist eben kein Trampolin, nicht? So, in diesem Hotelzimmer bleiben wir jetzt bis zum Ende unserer USA-Reise. Das sind also 6 Nächte noch, die wir hier haben. Und ich glaube, das ist ja eine Travel Lodge. Sie ist ein bisschen außerhalb vom Zentrum von Los Angeles, aber ich glaube, wir sind ganz gut gelegen, denn wir haben auch noch vor, zu den Universal Studios zu fahren und das ist nur eine halbe Stunde von hier entfernt. Das ist schon mal echt ganz gut. Ja, ich freue mich auch schon drauf, bin sehr gespannt auf Universal. Und gibt es noch was zu sagen? Nö, wir haben jetzt, es ist 9:30 abends. Der Tag war hart wieder mal. Ist ein Urlaub, das ist halt immer hart bei uns. Wir sind angekommen am Santa Monica State Beach. Parken komischerweise kostenlos. Wundert mich. Der Strand ist fast menschenleer. Sieht richtig schön aus. Ja, wer weiß. Vielleicht haben wir ja heute noch 6 Sterne. Ne, 5 Sterne. Ja, was soll das jetzt wieder heißen? Ach ja, GTA schon wieder. Ja, der erste Helikopter von der Polizei ist hier schon gerade langgedüst. Meer. Hat gar nicht so lange gedauert wie gedacht, dass wir hier komplett rein können wegen der Kälte des Wassers. Und ja, jetzt ist gerade irgendwie Wellenstille. Ja, das ist richtig herrlich. Oh, oh. So muss das sein. Das ist auch so ein Wunsch von mir, den ich noch nie erfüllen konnte, dass ich hier mal in L.A. im Wasser bin. Und wir so richtig tolle Wellen haben. Oh, scheiße, meine Hose ist fast unten.
Besser geht's nicht. Oh oh. Jetzt geht man. Ja, heute ist wirklich der erste Tag in dieser ganzen USA-Urlaubszeit für uns, wo wir mal relaxen und nicht unterwegs sind. Der eigentliche Roadtrip ist ja auch beendet. Wir bleiben hier in L.A. und dann auch noch hier an diesem tollen, bekannten Santa Monica Beach. Schon was Besonderes für mich. Johnny, was gibt's denn so zu erzählen? Wirklich sehr, sehr, sehr schön hier. Man kann endlich mal relaxen. Ja, am liebsten bin ich im Wasser, jetzt mache ich aber gerade Pause, weil ich war zu lange draußen, jetzt ist das Wasser wieder kalt gewesen, war ich zu faul für. Und auf jeden Fall, ganze USA-Reise, das ist bis jetzt die schönste Zeit meines ganzen Lebens, ohne Scheiß. Ja, ist irgendwie auch jeden Cent wert, den man hier ausgibt. Ich meine, diese Tüte hier mit den Chips oder was das sein soll, am Strand gekauft eben, $5, naja. Wir haben uns an die Preise langsam gewöhnt. Und auch mal Zeit. Ja, und jetzt werden wir hier noch schön liegen bleiben und noch mal ins Wasser gehen nachher und uns richtig auskosten. Das Wetter ist wirklich genau wie es sein muss. Es ist gar nicht so heiß, oder? Genau wie? Genau richtig. Genau richtig, genau, sehe ich auch so. So, wo sind wir hier schon wieder? Wir sind hier bei Denny's, weil uns das beim letzten Mal gestern so gut geschmeckt hat. Bei mir gibt es einen Double Cheeseburger, aber erstmal gibt es eine kühle Dr. Pepper. Oder sagt man das kühles, nee, kühl, kühle Cola, kühle Dr. Pepper. Ja, wir haben es inzwischen schon 16.45 Uhr. Wir haben heute noch nichts gegessen, außer die Tüte Chips am Strand da. Liegt daran, dass wir gestern Abend ja auch schon hier waren und da noch so satt von gewesen sind heute Morgen. Aber mittlerweile haben wir richtig Hunger nach den Aktivitäten da in den Wellen. Das war richtig toll. So, aber auch jetzt für mich hier. Oh, köstlich. Einfach toll. So, erstes Getränk ist aus. Zweite steht hier schon wieder und bei mir gibt es einen Double Cheeseburger ohne Zwiebeln, wie es sich gehört. Und bei Stefan gibt es, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Bourbon-Burger. Stimmt das? Stimmt. Dann mal guten Appetit. So, wir waren gerade in einer Mall, es wurden neue Sachen gekauft, zu einem diese Schuhe hier. Ich weiß nicht, ob es die so in Deutschland gibt, auf jeden Fall weiß ich, dass das TNs sind und die habe ich bis jetzt noch nie gekauft und ich dachte mir so, dafür, dass für den Preis von TNs, dachte ich so, muss ich jetzt nicht ausprobieren.
aber ich habe der Preis mal mitgespielt. Dann habe ich noch diese Hose hier gekauft. Die gibt es auf jeden Fall in Deutschland so. Und ja, vielleicht habe ich da ja was erwischt, was es in Deutschland nicht so gibt oder selten gibt. Wenn ich ja was kaufe, ist das ja eh in Bremen. Und Bremen ist der Technik her eh scheiße, dass man da mal was Neues erwischt. Naja, ich bin sehr zufrieden. Läuft. Das ist aber nicht das Einzige, was wir gekauft haben. Es gab auch noch tatsächlich was für 100 Dollar. Und zwar hier. Wir haben so hier. Wir wurden nämlich angesprochen, weil ab und zu sitzen hier in den Malls so welche zwischen den Läden rum. Und die sprechen einen dann halt an. Und da haben wir halt das hier entdeckt. Also damit kann man Schuhe reinigen, aber auch eigentlich alles andere. So sieht das Ganze aus. Und auf jeden Fall, er hat meine Schuhe dann da kostenlos sauber gemacht, um es mir einmal zu zeigen. Und die Schuhe, die waren vorher echt dreckig. Und die sahen echt aus wie, sie sehen jetzt echt super aus. Also natürlich die Schnüre hier jetzt nicht so, weil das ist ja nur einmal eben so zum Vorführ gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, so weiß wie das hier alles ist. Das war übelst, übelst braun. Und ich bin echt begeistert davon gewesen. Haben wir gleich zwei gekauft. Eins kostet 77 Dollar. Und wir haben das Angebot bekommen, zwei für 100 zu kriegen. Und ja, sehr begeistert und sehr zufrieden. Man kann es für alles verwenden, nicht nur für Schuhe. Ich bin froh, dass wir diesen Kauf so gemacht haben, weil in Deutschland haben wir öfters mal versucht, so was Ähnliches zu kaufen. Aber dann hat das alles nicht so gut funktioniert wie das hier. Also einwandfrei. Ja. So. Guten Morgen. Good morning. Ja, wir sitzen schon wieder im Auto. Heute haben wir mal ein bisschen länger geschlafen. Es ist fast 10 Uhr. Und ja, jetzt... Wir haben rumgetrödelt, sagen wir mal so. Ich bin schon Ewigkeiten wach. Ja, aber heute haben wir mal alles so ruhig angehen lassen. Und da wir ja in L.A. hier bleiben und da müssen wir nicht so viel fahren, machen wir alles ein bisschen ruhiger. Ja, und was ist das Ziel für heute? Wir wollen nach Beverly Hills zum Rodeo Drive uns mal angucken. Hoffentlich finden wir das. Und natürlich erstmal was essen. Auch ganz wichtig. Beverly Hills haben wir gefunden, auch ein Parkhaus. Was wir nicht gefunden haben, ist Folgendes. Essen. Eine Gelegenheit, um den Magen zu füllen. Ja, es gab unterwegs nur Del Taco und McDonald's. Das haben wir jetzt schon so oft ausprobiert. Haben wir gedacht, mal was anderes. Ja, jetzt haben wir was anderes, nämlich gar nichts. So, hinter uns ist hier die City Hall von Beverly Hills. Was man jetzt sieht, sind Palmen und grauer Himmel, aber wie man jetzt sieht, wir haben es geschafft, wir haben zum Rodeo Drive, heißt das, ne? Ja. Haben wir ihn gefunden und ich finde es wirklich echt heftig, weil ich will gar nicht so viel damit nerven, so mit diesem ganzen GTA-Vergleich, weil das ist Los Angeles und nicht Los Santos. Aber es ist halt so, wenn man so, keine Ahnung, wie lange ist das jetzt her? Wir spielen das seit 2013 und ich kenne es halt nur davon und jetzt ist man wirklich da und es ist wirklich echt anders. Also dieses ganze in der Mitte der Straße mit den Palmen, so das kenne ich halt davon und das finde ich echt heftig, dass man das jetzt mal so in echt sieht und dass man das jetzt wirklich kennenlernt. Und in echt ist der Rodeo Drive eine Straße, wo sich Luxusmarkenläden angesammelt haben, dicht auf dicht. Also teuerste Ware. Ja, teuerste Ware. Wir gucken natürlich nur. Wollte Simone nicht was aus Amerika? Ja, aber nicht von dieser Straße. Thank you.
So, den ganzen Tag noch nichts gegessen und auch noch nichts getrunken. Und ja, jetzt haben wir erstmal hier eine Dr. Pepper Cherry bei mir. Was hast du, Stefan? Ich habe mir Rootbier geholt. Gibt's ja bei uns in Deutschland sonst gar nicht. Ich bin jetzt hier bei Five Guys, nachdem wir jetzt in L.A. nach dem unseres? Ah, nee, noch nicht. Okay, nachdem wir aus Beverly Hills raus waren, haben wir hier gesucht und haben nichts zu essen gefunden. Hier sind wir bei Five Guys. Hier gibt es sogar erstmal Erdnüsse zum Knabbern für die Wartezeit. So, unser Essen ist fertig. Wir haben bestellt einen Cheeseburger für mich und Stefan, der hat einen Bacon-Cheeseburger und jedenfalls ist jetzt sehr viel Pommes drin. Bin ich jetzt erstmal ein bisschen verwirrt, wie ich das hier überhaupt rausbekommen habe. Oh, das ist heißer. So lange kann man seine Hand nicht in einen Haufen Pommes reinstecken. Oh. Boah, ich krieg's nicht. Stefan, ich brauch Hilfe. Ja, das Leben in den USA ist nicht so einfach. Halt fest die Kamera. Du hast den ganzen Burger schon auseinandergerissen, weißt du das eigentlich? Nö, hab ich nicht. Ich kam gar nicht ran. So, dieser Burger sieht ein bisschen verunglückt aus, weil es aufgerissen war. Egal jetzt, er schmeckt trotzdem wahrscheinlich, denn das Besondere bei diesem Five Guys, wo wir gerade ja sind, ist glaube ich, dass das 100% Beef ist und keine Füllmaterialien verwendet werden, also dass irgendwas reinkommt noch, was das auch auffüllt und keine Konservierungsstoffe. So, da haben wir jetzt eigentlich unser Essen gefunden, zusammen mit den Pommes. Kostet aber auch unbedingt dem Getränk zusammen $50. Aber so ein Riesending. So, die Pommes hier, wie ich gelesen habe, sind in Erdnussöl gekocht und handgeschnitten und auch immer frisch. Schmecken auch sehr gut. Besser als in anderen Fastfood-Ketten. So, nachdem wir jetzt schon wieder ewig lange mit dem Wagen herumgekurvt sind. Wir wollten erst am Hollywood Boulevard ins Kino gehen. Die Idee hätten wir gleich verwerfen können. Das war so dermaßen voll und schon keinen Bock mehr drauf gehabt. Jetzt sind wir hier ein bisschen gefahren, eine Viertelstunde weiter Richtung unserem Motel und haben hier ein Kino entdeckt. Ja, ein Vorteil in Amerika ist, man kann natürlich auch Englisch verstehen und man kann dann auch die Kinos besuchen. Wir haben uns jetzt hier zwei Kinotickets geholt für einen Film namens Nope. Worum es geht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ganz schön viele Plakate davon gesehen. Und Stefan meinte, dass er eine Vorschau gesehen hat und dass es sich um einen Horrorfilm handelt. Und ist auch irgendwie spannend, wenn man sich ganz überraschen lässt und noch gar nichts weiß, weil ich kenne nur das Plakat. Kein Trailer, kein gar nichts, nur das Plakat. So, der Film ist geguckt und ich muss sagen, war nicht schlecht. War ganz gut und war auch mal ganz lustig, einen Film auf einer anderen Sprache zu gucken. Okay, ich habe jetzt schon öfters ein paar Filme auf Englisch geguckt, aber noch nicht im Kino. Und man hat eigentlich alles gut verstanden, außer manche Witze habe ich nicht so verstanden, weil ich, also wegen der Sprache, so, ne? Aber ansonsten war es gut und ja, jetzt geht's erstmal wieder raus. Ja, kommt man aus dem Kino raus, ist gleich hier wieder im Getümmel und gleich wieder auf dem Boden der Tatsachen, aber trotzdem noch in einer ganz anderen Welt, muss ich mal sagen. Was hier los ist, unglaublich.
Ja, der Film, muss ich mal sagen, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Der Trailer war ein bisschen besser als der Film selber. Aber was gut war, was man in Deutschland niemals so hinkriegen wird wahrscheinlich, das ist eben der Sound. Der Sound im Kino, der war bombastisch, wie ich es auch nur aus den USA kenne. So, im Kino war es ziemlich kalt, muss ich mal sagen. Die Klimaanlage war wieder mal auf volle Pulle hochgefahren. Und hier haben wir ja schon wieder, worüber wir jetzt gleich 6:30 haben, über 25 Grad, würde ich sagen. Richtig herrlich. Und hier haben sie so eine Art Disneyland, weiß ich auch nicht, fühle mich ja wie Disneyland. Hier sind so Straßenbahnschienen auf der Straße. Die Sonne scheint, da hinten ist so ein Springbrunnen, der Figuren mit Wasser macht. Und die Leute trainieren hier alle lang. Richtig toll. Wir sitzen im Auto. Diesmal fahren wir jetzt gerade im Moment nicht. Wir essen nur eben was. Wir sind aber hier zu einem Walmart gefahren. Und ja, wie immer, wenn wir dann hier was essen, gibt es immer hier so Fruchtpakete. Was ich hier diesmal habe, weiß ich gar nicht. Ich habe mal das genommen, was Stefan immer nimmt. Was gibt's denn? Das ist so ein gemischtes Ding mit Melone, Apfel, Weintraube, Ananas. Oh, was noch, weiß ich gar nicht. Sehe ich gar nicht. Aber immer sehr lecker. Und wir haben sogar noch, dank irgendeinem Fastfood-Laden, wo wir mal so viel bekommen haben, so eine Löffelgabel. Also sicher, war es nicht bei einem Hotel, oder? Irgendwo haben wir es gekriegt. Irgendwo haben wir es und hatten zu viel davon. Ja. Und es gibt noch lecker Nesquik, Erdbeer und du hast Schoko. Schoko. Und wenn wir noch mehr Hunger haben, gibt es noch leckere Muffins. Muffins. Alles für $14. So, wir sind in Long Beach angekommen. Ja, habe ich mir eigentlich gar nicht so vorgestellt, dass wir genau hier an so einer Stelle ankommen, wo es eigentlich so gar nicht nach dem aussieht, wie es sich anhört. Man denkt eigentlich an den Strand. Was ich jetzt gesehen habe von Bildern, ist so ein richtig langer Weg von Wasser, wo überall so Boote an Anlegern sind. Was kennst du denn von Long Beach? Ich kannte bisher nur, dass das ein großer Hafen ist. Containerverladung und sowas. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unser ganzes Kleingeld verballert, haben es in eine Parkuhr reingesteckt, haben jetzt 90 Minuten Zeit, uns das hier anzugucken und dann fahren wir weiter. Mal sehen, was uns hier so erwartet. Gar nicht so lange gedauert, dass wir das Wasser gefunden haben. War auch gar nicht so weit. Wir sind hier auf einem Pier und wir blicken gerade auf die Queen Mary tatsächlich. Auf ein wunderschönes Stück Hafen. Ja, habe ich gerade kennengelernt, das Schiff. Kannte ich noch nicht. Sieht aus wie die Titanic. So, wir sind jetzt im... Das ist eine Lachmöwe, die lacht über John. Warum über mich? Also, wir sind jetzt ein bisschen weiter gegangen. Wir sind hier jetzt an so einem Leuchtturm, da ist er. Und wir haben gegenüber direkt die Queen Mary, heißt sie, ne? Ja. Ja, und ich finde es echt heftig, weil es sieht wirklich echt, wenn man nach oben guckt, es sieht bewölkt aus und es sieht eigentlich gar nicht so warm aus, aber es ist wirklich... sowas von warm, also
lange kann man draußen nicht bleiben. Also man ist schon auf ein klimatisiertes Auto in Amerika angewiesen. Da kannst oder? Du froh sein, dass unsere Parkuhr nur, dass wir nur Kleingeld hatten für 1,5 Stunden. Ja. So, jetzt sind wir hier echt in so einer richtig tollen, ja, es ist ein bisschen für Touristen gemacht natürlich, aber es ist richtig schön. Es ist sehr erholsam. Und sowas in L.A. zu finden, hätte ich gar nicht gedacht, so einen ruhigen Ort. Ja, schön hier. Ja. Ja, wo sind wir hier? Wir sind hier beim echt alten McDonald's. Ich habe nämlich über diesen McDonald's was gelesen, wie dieses Interesse kam, ist nicht, dass wir Fastfood-Ketten lieben, ist war so, aber ja, wir sind einmal bei einer Mall gewesen, sind von dort aus zurückgefahren, haben gesehen, oh, dieser McDonald's sieht aber ganz schön anders aus, habe ich gegoogelt und ja. Ich dachte sogar erst, das wäre irgendwie sowas nachgemacht, das habe ich gedacht. Und dann habe ich gesehen, McDonald's, ganz altes Zeichen, kann ja wieder nicht sein. Und es ist wohl der älteste noch funktionierende McDonald's in den Vereinigten Staaten. Schon was Besonderes. In der Welt sogar, habe ich gelesen. Und in der Welt sogar, okay. Das ist der älteste funktionierende McDonald's. Ja. Mal sehen, wie es so abgeht da. Man kann, glaube ich, nur draußen essen oder man hat das nur rausholen, ja, glaube ich. Ja, es war ja typisch früher so, dass man die Burger da bestellt hat. Das ist genau. Wie bei so einer Bratwurstbude irgendwie. Ja. Groß. Dann machen wir das mal jetzt. Ja, wir haben hier einen älteren Dining Room gefunden, der inzwischen wie ein Museum ist. Ja, hier hat man ganz viele Sachen in diesen, wie nennt man das, wo man halt bestellt, hat man hier ganz viele Sachen ausgestellt und hier drin stehen auch noch zwei Puppen, die man hier sieht, mit den alten Arbeitsklamotten. Und ja, Restrooms gibt es auch, die inzwischen aber ein Museum sind. Bin ich über so ein, was ist das, über so ein Hütchen gestolpert. So. Wenn wir hier reingehen, dann sieht man hier ganz viele eingerahmte Ausschnitte aus Zeitungen und Sachen, wo McDonald's erwähnt wurde. Dann haben wir hier alte Maschinen und auch ganz bekannt, den hier kenne ich tatsächlich nicht, aber ich kenne den hier, das ist der Ronald McDonald und ich finde es auch richtig cool, man kann hier wirklich quasi einmal so das Feeling haben, wie es früher ist, kann man sich richtig gut vorstellen. Dann haben wir hier die alten Verpackungen von den Burgern. Hier noch Styropor, das ist ja heute alles Pappe. Dann haben wir hier noch jede Menge Zeitungsausschnitte und weitere Sachen, Urkunden und sowas. Ja, dann hier auch ab und zu nochmal den Ronald McDonald hier als Uhr. Dann haben wir hier eine alte Kasse zu sehen und zwei weitere Maschinen. Weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Und dann haben wir hier, oh, ich sehe, dass hier auf jeden Fall die Esel sind von McDonald's. Und zwar solche hier. Und da soll mir einer erzählen, dass die Regenbogengläser, die wir zum Beispiel haben, selten sind. Also, das ist wirklich selten. So, ja, was haben wir uns bestellt? Ich brauche es eigentlich nur einmal zu erzählen, weil Stefan hat genau das gleiche Menü genommen, welches ich auch habe. Und zwar gibt es hier den Doppel-Quarter-Pounder with Cheese und ja, den habe ich ja jetzt schon dann zum zweiten oder zum dritten Mal und hoffen wir mal, dass er genauso lecker ist. Dazu gibt es Pommes und eine Dr. Pepper. Ja, dies ist wirklich amerikanische Geschichte, historisch auf jeden Fall, denn McDonald's kennt man in der ganzen Welt und hier ist tatsächlich der allererste McDonald's, den es gibt. Hier fing sozusagen das Ganze an. Die ganze Geschichte begann hier von diesen ganzen Ketten und es unterscheidet sich echt. Und ich finde es echt gut, dass man das so alt gelassen hat, dass man das auch mal sieht. So, ich meine so, okay, der McDonald's heutzutage, du gehst in ein Gebäude rein, hörst ganze Maschinen da rumpiepen, dünn, 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 dünn. Dann hörst du, wie
die Nummern aufgerufen werden und du siehst nichts anderes als Bürger und ja. So. Und hier siehst du halt wirklich, wie so eine, wie soll ich das sagen, ich kann es nicht anders auch beschreiben, wie so eine Bratwurstbude so, wo du halt, ist doch so, du gehst ja. Hier hin, holst dein Zeug und dann isst du das wahrscheinlich hier. Genau, 1953 wurde dieser McDonald's hier eröffnet und passend zu dem Geräusch, kann man sagen, es gab dann irgendwann mal ein Erdbeben. Ich habe gerade vergessen, wann das genau gewesen ist. Dann ist diese Filiale hier ein bisschen zerstört worden. Und die wurde dann wieder aufgebaut 1996 zusammen mit dem Museum, was wir schon gezeigt haben. Bei dem gibt es das hier so. Ist ja auch schon ganz schön alt, nicht? Ja, war auf jeden Fall eine tolle Sache. Schön, dass wir auch immer Zeit hatten dafür, diesen Laden hier zu besuchen. War schon eine Besonderheit, oder? Auf jeden Fall. So, wir waren noch ein bisschen shoppen bei Walmart tatsächlich. Ich fange jetzt gerade auf unseren Hotelparkplatz und ich frage mich immer, wenn ich hier vorbeifahre, seitdem wir hier sind, frage ich mich, was ist hier passiert? Da ist so ein Hütchen total umgeknickt. Da ist es. Und die Lösung, gut, wenn man die kann uns nur einer verraten. Das ist nämlich John. Der hält mal die Kamera, ich fahre jetzt weiter. Wenn man mich verarscht, dann brauche ich nicht freundlich zu bleiben. So, wir waren hier am... So, Siri kann jetzt mal die Schnauze halten. So, wir waren hier am Einchecken und da mussten wir unsere Fahrzeugsachen hingeben. Man braucht immer so, wir sagen ja immer Dutch, Charger und White. Hat immer gereicht. Diesmal brauchen wir ein Nummernschild, weil wir hier für längere Zeit sind. So, der Stefan, der es natürlich nicht wusste, hat dann den armen John losgeschickt, der gucken sollte, wie das Nummernschild heißt. So, ich renne da nachts lang, man sieht nichts. Ich gehe da diesen Weg runter, weil alles abgesperrt ist und lege mich erstmal auf die Schnauze über dieses Hütchen. Hat ja keiner gesehen zum Glück, oder? Da stand irgendeine mexikanische Familie in einem Auto, haben dann gelacht, bin ich vorbeigegangen, hab unser Auto fotografiert, dann klopft er mir nur auf die Schulter und sagt, stupid kid. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ja, dieses Kind hast du erzogen. Ja, leider ist aber einiges schief gelaufen, glaube ich. So, sind wir angekommen. Jetzt gehen wir ins Zimmer hoch und zeigen mal, was wir heute gekauft haben. An unserem letzten Tag, wo wir so shoppen gehen können. So, und was es Schönes gibt, das zeigen wir jetzt mal. Stefan hat ja so eine Kalifornien-Flagge bei sich im Zimmer. Und ja, das möchte er erweitern mit einer USA-Flagge. Haben wir geholt. Und ja, da ich 3 Wochen lang das Zeichnen vermisst habe, dachte ich mir, gönne ich mir was für einen Rückflug. Einfach so ein kleiner Skizzenblock zum Rumkritzeln. Ich habe das wirklich nämlich echt vermisst. Dann gibt es für morgen leckere Blaubeermuffins. Muffins auf jeden Fall. Packen wir mal Kühlschrank rein. Dann, der ist schon ganz schön voll. Gefüllt nur mit Wasser fast. Dann haben wir für uns alle, für zu Hause, so M&M's geholt, die wir noch nie so in Deutschland gesehen haben. Die sind mit Peanut Butter gefüllt. So. Dann haben wir noch 2 solche Nesquik Drinks, also so, das ist so Milchgetränke. Haben wir jetzt schon öfters probiert und schmeckt uns gut. Haben wir jetzt 2 geholt, einmal Schokolade und einmal habe ich irgendwas mit Fruit Loops gelesen. Hört sich auch gut an. So, ach, da fehlt ja noch was. Wir wollen ja mal nicht immer nur so gemein in den Videos für Simone sein. So, für mich habe ich noch Stifte zu dem Blog. Spaß. Jetzt kommen wir zum Sachlichen. Wir haben Simone noch ein bisschen Schokolade mitgenommen. Haben wir hier 2 Hershey's und dazu noch hier so eine, das hat Stefan gefunden, da kenne ich mich nicht mit so aus. Aber auf jeden Fall wird sie sich hoffentlich freuen. Stellen wir das Ganze mal kühl. So, das Beste haben wir uns sozusagen für den Schluss aufgehoben. Wir sind hier bei den Universal Studios Hollywood und werden heute einen schönen Tag im Freizeitpark verbringen. Ich war zum ersten Mal hier, das war aber auch mein erster Freizeitpark in den USA, 1988.
Und ich bin immer noch davon begeistert. Ich war jetzt in der Laufe der Jahre schon mehrmals hier gewesen, aber jetzt lange Zeit nicht und bin sehr gespannt, was sich alles so getan hat. Und für Johnny ist es jetzt, glaube ich, mal so wirklich der erste echte amerikanische Freizeitpark, in dem man alles das auskosten kann, was eben diese Parks ausmachen. Ja, wird wahrscheinlich der beste Park sein, den ich in meinem ganzen Leben besucht habe. Erster Besuch und wahrscheinlich auch letzter Besuch. Ist ja nicht so einfach, um nach Amerika zu kommen. Ja, kaum sind wir hier im Park, sind wir auch schon mitten bei Harry Potter. Ja, wir sind uns noch nicht ganz sicher. Hogwarts ist das hier noch nicht. Hogwarts ist ja nur diese Burg, ist diese Schule. Ja. Aber wir sind schon auf jeden Fall in der Potter-Welt und es ist wirklich so, als würde man hier so, ich habe noch nie so was Gutes Nachgebautes gesehen. Also ich erschrecke mich gerade ein bisschen, weil es ist ja so, was man für Deutschland nicht kennt. Jetzt sehen wir Hogwarts gleich. Oh mein Gott, ich hab voll! So. Ah, hier, die waren in. Ja. So, dann gehen wir doch mal rein. In die Schule. Wo Harry Potter das Zaubern gelernt hat. Jetzt freut man sich das erste Mal in die Schule zu gehen. Um es schon mal vorwegzunehmen, an diesem Tag gab es keine Ride, die uns mehr begeistert hat als diese und auch keine Ride, die wir öfter gefahren sind als diese. Ja, das war richtig cool, weil man saß in so einer Gondel zu viert und die Gondel hat sich zu dem Flugerlebnis, was man auf der Leinwand gesehen hat, bewegt, dass man wirklich denkt, man fliegt. Das hier ist jetzt keine Leinwand, das ist jetzt eine Kulisse, weil natürlich muss ja auch zwischen den Leinwänden gewechselt werden. Aber die haben diese Illusion so gut hinbekommen, dass man wirklich gedacht hat, man ist mittendrin. Und das mittendrin auch, weil man hier mit den echten Schauspielern interagiert. Also die sind auf der Leinwand zu sehen, das war echt geil, also hat mich echt sehr fasziniert. Und die Beine hängen bei dieser Ride nach unten und durch die Simulation von Fahrtwind, den man entgegenbläst, wird also echt die Illusion erzeugt, man fliegt wirklich mit und zwar in alle Richtungen. Vorwärts, rückwärts, nach oben und nach unten. Die Gondel konnte sich drehen. Man war echt im Gestehen mit eingebunden. Und hier sieht man zum Beispiel diese tollen Bauten. Die sind also jetzt, das sollen die Drachenkrallen im Dach darstellen. Es ist natürlich alles schwer zu filmen, das Ganze, weil vieles im Dunkeln stattfindet und es wirklich eine rasante Fahrt ist. Ja, und wenn wir mit Blitzlicht gefilmt hätten, dann wären die Leinwände ja quasi angeleuchtet, dann wäre die Illusion ganz verschwunden und wir wollen ja keinen anderen Leuten das Fahrerlebnis zeigen. Und gerade diese Gruselerlebnisse hier, wie in diesem Spinnenwald, es ist wirklich toll. Es waren wirklich sehr viele Elemente aus den Harry Potter Filmen, die man kennt, in diese Ride eingebaut. Und eben auch, wie John schon sagte, dadurch, dass hier die originalen Schauspieler zu sehen sind. Wer ist nochmal hier dieses Spiel, was man hier gerade sieht? Ich glaube Quidditch. Ja. Und hat man auch den goldenen Schnaps gerade gesehen. Ja, es war wirklich, man hat wirklich dieses Mitflugerlebnis gehabt. Und dann wurde es gruselig, dann kamen nämlich diese Dementoren. Hier sieht man sie schon. Und dann kommt eine Passage, die wir jetzt nicht filmen konnten, weil es wirklich fast dunkel gewesen ist. Aber die waren auf jeden Fall vor dir, du konntest sie kaum erkennen. Dann siehst du die Umrisse und erschreckst dich, dann machen die diese komischen Geräusche und Gesichtsausdrücke mit ihren leeren Gesichtern. Das war boah. Also wirklich unheimlich. Und wie gesagt, das ist eine schöne Ride, die war sehr angenehm. Und die hat ungefähr gedauert, ich schätze mal so 5 Minuten waren das bestimmt, oder? Ja, das, also wie viel Geld da eingeflossen ist, das will ich gar nicht wissen. Das ja. Und hier ist die auch schon wieder zu Ende. Wir nähern uns Hogwarts. Und wie gesagt, wir sind an diesem Tag sehr oft damit gefahren. Oh, was ist das? Kommt mal hier raus bei Harry Potter. Die Sonne ist weg. Wir sind jetzt 5-mal diese Ride gefahren insgesamt. Das Geheimnis heißt ganz einfach Single Rider. Bei dieser Fahrt ist es wirklich egal, weil du wirklich quasi, das ist genauso, naja, okay, du gehst ja mit, ist ein blödes Beispiel, aber... Man geht mit fremden Leuten da rein, aber man ist ja in einer Kabine abgeschottet, kann sich eh nicht unterhalten oder sieht seinen Nachbarn sowieso nicht. Also es ist quasi, naja, ins Kino geht man zwar mit Freunden, aber es ist so, du siehst, es geht um den Film und den hast du da. Genau, und hier ist es auch so, und jetzt haben wir immer gewartet, so 5 Minuten, sag ich mal, anstatt, ich glaube 90 Minuten war da angeschlagen für... den normalen Besucher, der in seiner Gruppe bleiben möchte. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weiter geht's. So, meine kleine echte Achterbahnfahrt zwischendurch. Ich glaube, das ist die einzige unter freiem Himmel hier im ganzen Park. Ja, glaube ich auch. So, auf geht's. Thank you.
Als nächstes haben wir die Studio-Tour gemacht und dies sind die Fahrzeuge, mit denen man die Studios durchquert. Wie man schon am Namen hört, Universal Studios. Es handelt sich nicht nur um einen Freizeitpark, sondern um funktionierende Filmstudios, wo man durch Requisiten fährt und Filmkulissen und sich alles genau angucken kann. Genau, noch heute werden dort täglich Serien oder Filme produziert und hier fahren wir gerade an Fahrzeugen vorbei, von Knight Rider über Magnum, Back to the Future, die Flintstones und sogar Originalfahrzeuge aus dem Film Jurassic World. Und das haben wir echt genossen. Es ist was Besonderes, wenn man diese Requisiten aus solchen berühmten Filmen mal live zu sehen bekommt. Zwischendurch gibt es immer wieder Unterhaltung für die Besucher, wie hier zum Beispiel eine künstlich herbeigeführte Überschwemmung in einem mexikanischen Dorf. Und genau das, was wir hier gerade sehen, habe ich schon 1988 zu sehen bekommen. Es ist genau so geblieben, wie es war. Es hat also einen gewissen Kultstatus für die Amerikaner, denn die waren wirklich begeistert, wie auch hier von der Szenerie von der Weiße Hai. Es ist alles technisch heutzutage ein wenig überholt, aber die Leute lieben es. Ja, und ich habe es auch geliebt, denn man konnte sich das Ganze mal viel besser vorstellen, wenn man ein laufendes Szenario gesehen hat, anstatt ein leeres Filmset. Also wirklich, konnte man sich dann sehr gut vorstellen, wie das tricktechnisch alles funktioniert. Sieht man auch schon hier, der Weiße Hai ist sicherlich heute technisch überholt, kann man heute anders machen, aber es ist irgendwie, es hat Charme, das Ganze. Und dann ein echter Höhepunkt, für mich auf jeden Fall. Man sieht hier wirklich das Original Bates Motel aus dem Hitchcock-Film Psycho aus dem Jahre 1960. Das ist also eine wirkliche Besonderheit. Da oben ist das Haus, das bekannte Psycho-Haus. Es ist wirklich das Original-Filmset, das hier immer noch steht. Ja, und ich habe den Film auch geguckt und fand es auch so erstaunlich, wie alt das Ganze ist und wie gut erhalten das noch ist. Und man fährt hier wirklich an einem Teil der Filmgeschichte vorbei. Also das hat ja wirklich eingeschlagen. Und sogar haben sie jemanden gefunden, der aussieht wie Norman Bates, der mit seinem Messer hier rauskommt. Ich fand es also wirklich eine richtig coole Sache, wie sie das machen. Richtig toll. Und hier nochmal das Haus in aller Ruhe. Es ist für mich das berühmteste Haus der Filmgeschichte, weil ich liebe diesen Film und es ist wirklich eine Ehre, dieses Haus einmal live gesehen zu haben. Gleich nebenan war eine völlig zerstörte Welt, ein Filmset aus dem Film Krieg der Welten, den habe ich auch geguckt, hat mir auch sehr gut gefallen. Das Flugzeug, was man hier sieht, welches abgestürzt ist, ist ein echtes Flugzeug, was die für dieses Filmset auseinandergelegt haben. Und wirklich, ich war echt erstaunt, weil es war halt wirklich so ein Chaos, wo man durchgefahren ist. Und mir hat es echt gefallen, wie man so von Set zu Set gefahren ist. Man war irgendwie immer in einer anderen Welt. Und wie gesagt, das hat mir super gefallen. Und schon war wieder Unterhaltung im Spiel. Diesmal in 360 Grad und in 3D. Man sieht hier John, wie er staunt. Wir sind hier in der Welt von King Kong. Unser Zug, unser Tram war auf einem bewegten Untergrund. Man hatte echt das Gefühl, dass man sich schnell bewegt, dass man in der Welt der Dinosaurier ist und dass man dieses hier live miterlebt, denn man hat auch jeden Schritt der Dinosaurier vom Wackeln des Zuges gemerkt und auch gleich, wenn wir auf King Kong schwenken, müsste gleich passieren, dann ist dieser Riesenaffe auf den Wagen gesprungen und es hat dann wirklich gebebt. Man hat wirklich gedacht, man ist in der Szenerie eingebunden. Ja, und es war wirklich sehr, sehr unheimlich irgendwie, weil es so echt gewirkt hat. Und es war so richtig Action und man hat auch irgendwie, jetzt nicht Angst gehabt, aber man war irgendwie so richtig, nicht geschockt, aber so ein bisschen nervös, weil man hat dann auch gesehen, wie hinter sich so der Rest des Trams so durch die Gegend geschleudert wurde und man dachte so, okay, wir sind so die Letzten, wir sind die Letzten. Also echt geil gemacht. Es ist wirklich wie echt und man merkt es auch dir an, John, du warst richtig überrascht davon, wo du das hier gesehen hast, oder? Auf jeden Fall. Also es ist wirklich toll gemacht. Es ist ein 3D-Erlebnis der Extraklasse. Ganz, ganz großes Kino.
Jetzt kommt was Lustiges. Den ersten Film, den wir hier im Kino in den USA gesehen haben, war ein Film namens Nope. Und jetzt fahren wir tatsächlich durch die Kulisse. Sieht jetzt erstmal gleich ein bisschen kitschig vielleicht aus, liegt aber daran, dass es einen Freizeitpark darstellen sollte. Auf jeden Fall so ein Spielspaßland. Es war ein Film mit Aliens und das hat mir sehr gut gefallen und dann war es natürlich auch sehr lustig, wenn man das gerade erst gesehen hat, sich noch am besten erinnert und dann genau die ganzen Dinge noch einmal sieht. Und das fand ich, war echt erstaunt davon. Und der Film, der war ja gerade in den USA, als wir dort eintrafen, erst angelaufen. Wir waren also einer der Ersten, die den Film gesehen haben. Und wir waren wirklich sehr überrascht, dass wir hier die Kulissen angetroffen haben, uns das ansehen konnten. Es wirkt, wie John gerade sagt, ein bisschen kitschig, aber hier ist zum Beispiel gerade dieser Sound zu hören. Und das ist wirklich unheimlich, wo diese Aliens kamen. Nicht? Also, ja. Also wir werden uns diesen Film auf jeden Fall nochmal wieder ansehen, glaube ich. Ja, ist ja auch was Besonderes, wenn wir den in den USA geguckt haben. Das finde ich auch. Und toll, dass wir es hier sehen durften. So, Freizeitpark macht hungrig. Ist auch sehr anstrengend, muss ich mal sagen. Draußen wieder eine Affenhitze. Wir haben nochmal hier auf dem Gelände von Universal, außerhalb des Parks, ich bin also kurz rausgegangen aus dem Park jetzt, mit Stempel, Handstand, dass man wieder rein kann, ein neues Restaurant ausprobiert, eine neue Kette, und zwar Johnny Rockets heißt sie. Und hier gibt es leckere Onion Rings, Pommes, Burger. Was hast du für einen? Bacon Cheddar Doppel. Ich habe irgendwie so eine Smoke-Burger in Double. Sieht sehr lecker aus alles. Und wir haben tierischen Hunger. Also es ist 2:15. Und der Park hätte noch geöffnet bis 21 Uhr. Schaffen wir das? Auf jeden Fall. So, jetzt machen wir mal hier was Neues, die Park Ride, weil die heißt ja Jurassic World Ride inzwischen. Schon viele davon gehört. Und wir haben uns hier wieder beim Single Rider angestellt, fahren also nicht nebeneinander. Aber die Wartezeit ist normalerweise 2 Stunden. Die draußen liegt hier beim Single Rider 2 Minuten. Ja, oder 5 Minuten, genau. Wir sind sehr gespannt. Please, I...
unten nass geworden? Bisschen. Ja, eine weitere Stärkung ist notwendig. Diesmal haben wir uns Taco Bell ausgesucht. Gibt es ja auch auf dem Gelände von Universal im City Walk. Ja, Camo Number 5 ist meins hier. Wie das genau heißt, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Das gehört zu meinem Essen dazu. Und dieser ist ein Taco. Ein Taco. Dazu gibt es eine eiskalte Dr. Pepper. Es ist eine Hitze draußen. Und Johnny? Ja, bei mir gibt es auch eiskalte Dr. Pepper und drei Soft... Hard... Soft Tacos? Das sind Soft Tacos, oh, okay. Supreme. Weil sonst hatte ich entweder mal Crispy oder Chicken Taco oder war es bei Del Taco? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich immer dreimal das gleiche mal genommen und jetzt nehme ich mal was, was ich noch nicht hatte. Goodbye, you chap. So, jetzt haben wir uns eben hier, um die Mittagshitze zu überstehen im Kühlen, einen Film im Kino angeguckt und zwar Minions. Und warum? Wir haben ja schon Nope geguckt und ja, von den anderen Filmen kannten wir so gut wie gar nichts. Und da ich früher die ganzen Ich einfach verbesserlich Teile gerne geguckt habe, und dann auch bei dem Minion-Film, als der im Kino war, den auch geguckt habe, dachte ich mir so, dann muss ich den auch gucken. Ich meine, so Minions, das war, glaube ich, in jeder Kindheit irgendwie so richtig, richtig drin. Und da finde ich es auch nicht schlimm, nochmal einen Kinderfilm zu gucken. War ja auch lustig. Und ja, Stefan fand ihn auch gut, oder? Fand ich erst rein. So, und jetzt haben wir erfahren eben gerade, dass wir haben ja hier Parkgebühr bezahlt bei Universal, $30. Wenn man ins Kino geht, kriegt man $25 wieder. Und jetzt muss ich nur noch meinen Parkschein holen, den ich im Auto habe. Und dann haben wir $25 gespart. Du kommst mir aus ins Kino. Genau, so, hier geht's raus. To Universal City Walk. Haben wieder Bargeld. Ja, das ist echt toll, dass man jetzt sozusagen $5 hier parkt. So, diese Bahn, die sind wir gerade gefahren und ja, es gibt wohl einen Film dazu, den habe ich natürlich nicht gesehen, aber ich muss sagen, war gut die Bahn, nur passt irgendwie nicht so zum Verhältnis von den anderen Universal-Bahnen rein, aber ich bin ja eigentlich Deutsche Bahn gewohnt und dafür war das dann schon gut. Was sagt der Experte Stefan? Naja, was war es? Es war eine Achterbahn im Dunkeln. Davor war so eine Art Geisterbahn geschaltet, sag ich mal. War schon wirklich nicht schlecht gemacht. Aber ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber egal. Jetzt gehen wir zu einer Bahn, wo mich die Filme überhaupt nicht interessieren. Und das sind ist Transformers. Aber die Ride soll gut sein, habe ich gehört. Was denkst du? Ich bin sehr gespannt, habe die Filme früher mal geguckt, aber ich bin ja nicht mehr so aktuell drin. You will require a set of protective eyewear. Wait until you are seated before putting them on. And of course, no eating, drinking, smoking or photography of any kind. Hold on to the lap restraint at all times and remain seated. Extraction team, this is Optimus Prime. My Autobots are taking up battle stations in Nest and the surrounding area. We'll provide you with all the cover we can. But the future of both our species will be decided. So, das ist natürlich alles im Video schwer festzuhalten, das Ganze, weil es ja alles so Indoor-Rides sind. Diese war jetzt mit 3D-Brille. Es war eine riesige Leinwand, glaube ich. Man ist einmal ein Stückchen höher gefahren in einem Wagen, der sich zur Handlung bewegt. Oder wie kann man es erklären? War richtig gut gemacht. Wo ich die Filme nicht mag, war es... Man weiß gar nicht, wo man denn echt ist. Also man wird komplett von der Illusion getäuscht. Also ja, also dieser Park hier, Universal Studios, ist natürlich eine Simulation im größten Teil. Es gibt wenige richtige Achterbahnen, sag ich mal, oder Fahrgeschäfte. Es sind alles mehr so Sachen, wo man in der Filmhandlung
sich in der Filmhandlung fühlt. Also total gut gemacht alles. Ja, man wird in den Film mit reingezogen. Ja. Sieht die echten Schauspieler meistens. Und ja. Was heißt meistens? Das habe ich echt schon wieder gesehen von dem Film. Schöner Hammer. Das war echt was Besonderes. Was ganz anderes als, die, als das, was wir gewohnt sind in Deutschland. Simpsons in ganz nah erlebt. Unglaublich. So, wir schaffen heute so richtig viel. Jetzt können wir uns noch die Waterworld Show angucken. Die gab es schon irgendwann mal, als ich hier schon mal war. Also die gibt es schon über 20 Jahre auf jeden Fall oder sogar schon 30 Jahre. So, wir sind hier jetzt bei... Also wir sind jetzt drin hier und haben uns schon unsere Plätze. Irgendwie sagt mir das Bild was. Ich glaube, ich habe mal einen Teil davon bei irgendwelchen Videoaufnahmen von euch gesehen, aber this show contains many water effects. For your protection, we recommend that you keep all belongings off the floor and cover any camera or video equipment you may have. If you have any questions or would like assistance, please see a show attendant. Thank you and enjoy the show. Ja, unsere Kamera ist wasserdicht, kann auch nichts passieren und wir haben auch keine grüne Bank, wo wir drauf sitzen, sondern eine silberne Bank, wird auch nicht nass. Weil wir die Mitte rausgesucht haben. Ja, und wir haben einen ziemlich guten Platz bekommen hier zur Bühne. I said, we know that's a myth, right? Thank you! You and me! He's got a gun! Ein großer Kampf mit viel Feuer, viel Ballerei und viel Action-Stunts und so, also genau perfekt, also sehr, sehr gut. Ja, probiert eben schon auf amerikanisch.
das fühle ich ja jeden Tag vor, muss ich mir vorstellen, mehrmals. Ja, ich denke ja nicht, dass es immer dieselben sind. Ich glaube, das wechselt. Das wäre sonst gut. Das weiß ich nicht, kann schon sein, aber allein die ganzen Effekte, die da drin waren, Hammer. Richtig gute Stuntshow ist das gewesen. Ja, und damit verabschieden wir uns von Universal und auch aus unserem Urlaub. Morgen geht es dann zurück nach Deutschland. Mal sehen, wie das Wetter da ist. Ja, das Ding ist selbst, wenn es gut sein wird. Wir haben in den letzten Tagen 30 bis 50 Grad gehabt. Ja, also wir werden erstmal frieren in Deutschland, glaube ich. Ja, was soll ich sagen? Enjoy the ride. Enjoy the ride. Unsere letzte Ride. Eine der besten. Jurassic Park. Ich liebe es wirklich.